So ein herzliches Hallo an alle Anfänger, an alle U10er, an alle U12er der Judo-Schule. Es tut mir leid, dass ich euch hier nicht sehe. Und mir blutet echt das Herz, dass ich hier nochmal hier in diese Computer reinreden muss und mit euch so ein Online-Training machen muss. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass viele wieder mitmachen. Die nächsten 3 Wochen auf jeden Fall habe ich mir ein Programm für euch überlegt. Ich wünsche euch ein freieres neues Jahr 2021. Wir haben letztes Jahr nicht so viel machen können. Ich hoffe, dass es dieses Jahr dann ein bisschen besser geht. Und meine Hoffnung ist, dass wir im Februar wieder hier wenigstens in kleinen Gruppen trainieren können. Ich habe mir ein bisschen was Neues überlegt, natürlich über Weihnachten. Wird sehr anstrengend heute. Deshalb, was ihr braucht, ist auf jeden Fall was zu trinken. Ihr braucht auf jeden Fall eure Wurfpuppe oder einen Partner. Und ihr braucht eure Fallhilfe, das heißt eine Matratze oder eine dicke Decke oder eine dicke Decke oder sowas. Ja, ich warte kurz so ein bisschen, bis ihr kommt. Und ihr seht schon auch, ich habe heute die Kamera ein bisschen anders aufgebaut. Ich stelle die nach dem Krafttraining wieder zurück oder nach der Werbung wieder zurück. Dann können wir wieder besser oder kann ich mit euch ein bisschen besser oder seht ihr mich ja ein bisschen besser als hier. Aber ich musste euch so hinstellen, weil ihr seht, ich habe hier was Neues. Ja, wir haben jetzt ein Dart in der Judo-Schule. Und wir machen ein bisschen Krafttraining mit dem Dartspiel. Da ihr U10er, U12er seid, machen wir das für euch ein bisschen einfacher als vom Alter her. Seid ihr alles unter 11 Jahre, die jetzt zugucken. Vielleicht sind auch ein paar Ältere dabei. Deshalb nehme ich für euch immer nur ein Dart. Normalerweise spielt man Dart immer mit 3 Pfeilen. Wir nehmen aber nur einen Pfeil heute. Und so eine Dartscheibe besteht eigentlich, ich sage es mal, aus 22 Zahlen. Das heißt, hier außenrum, vielleicht seht ihr es, vielleicht ist aber die Kamera zu schlecht, das ist aber gleich. Außenrum sind die Zahlen 1 bis 20. Dann gibt es innen einen blauen Kreis hier, bei diesem da. Das ist die Nummer, oder das wäre eigentlich das Feld 21. Und ganz in der Mitte drin, dieser rote Punkt, das ist das Feld Nummer 22. Das heißt, wir haben hier insgesamt 22 Kraftübungen hier draufstehen. Und die Regel sieht so aus, ich werfe nur mit einem Pfeil, normalerweise mit 3. Mit 3 ist die Chance zwar höher, dass ich dann eine Zahl treffe, die wir brauchen, aber wir müssen dann auch mehr Übungen machen und das schafft ihr bei manchen nicht. Also gestern haben wir das schon mal geprobt und gestern hat einer über 130 Liegestütze machen müssen. Das ist ein bisschen viel für euch. Deshalb machen wir es nur mit einem Pfeil. Also, das Ding ist, ich werfe mit einem Pfeil, muss ich jetzt als erstes die Nummer 1 treffen. Das ist die erste Aufgabe. Als nächstes die zweite Aufgabe. Dann die dritte. Dann die vierte. Dann die fünfte. Und so weiter. Wenn ich die Zahl treffe, angenommen jetzt bei unserer ersten Aufgabe, ich treffe die 1, müssen wir die Aufgabe nicht machen. Wenn ich die jetzt nicht treffe und ich treffe schon die 20, müssen wir die erste Aufgabe 20 Mal machen. So, dann gibt es eine kleine Besonderheit. Bei so einem Dartspiel gibt es außen so eine kleine Fläche. Das ist die Doppel, heißt das. Ja? Wenn ich da reinschieße, die Doppel 1, zählt eigentlich doppelt 1, dann müssen wir die erste Aufgabe und die zweite Aufgabe nicht machen. Und wenn ich in das kleine Feld hier mitten reinschieße, das ist ein Triple, das heißt eigentlich dreimal die 1, dann müssen wir die erste, die zweite und die dritte Aufgabe nicht machen. Wir gehen direkt zur vierten Aufgabe. Also, das mal so ein bisschen zur Erklärung. Vielleicht war das ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet es dann im Laufe des Spiels mitbekommen. Wir fangen an bei der ersten Aufgabe. Erste Aufgabe ist der Hampelmann. So, ich muss mir jetzt hinstellen. Ich habe die Kamera ein bisschen schräg hingestellt, dass ihr seht. Und ich muss jetzt auf die 1 werfen. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen, was ich treffe. Geht jetzt gerade nicht besser, aber es reicht auch für unsere Zwecke. So, Achtung. Und ich habe ganz knapp verfehlt. Hier ist der Pfeil. Ich habe die 18 getroffen. So müssen wir 18 Mal den Hampelmann machen. Seid ihr bereit? Hände runter, Beine zusammen und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, die zweite Aufgabe, die 2 ist da unten. Und die zweite Aufgabe sind so Wechselsprünge. Das heißt, wir springen so, Arme ungleich, das heißt rechtes Bein, linker Arm vorne, und dann springen wir so. Okay, jetzt muss ich die 2 treffen, dann müssen wir die Aufgabe nicht machen. Und ich habe die 10 getroffen. Leider ein bisschen daneben. Und rechtes Bein vor, linker Arm vor und 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nächste Aufgabe sind Knie an die Brust. Und ich muss die 3 treffen. Das heißt so. Schön die Beine hoch. Und ich muss die 3 treffen. Dann müssen wir sie nicht machen, die Aufgabe. Wieder die 10. 10 Mal, Knie an die Brust hoch. Fertig und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächste Aufgabe 4. Von der Felde ist hier. Fersen an den Po. Das heißt so. 1, 2, 3. Jetzt die 4. Vielleicht treffe ich mal. Vielleicht haben wir Glück. Knapp daneben. 13. Die ganze Male 13. 13 Mal Fersen und Po. Achtung. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sind wir schon warm? Zieh mal noch die Jacke aus. Als nächstes die 5. Und da müssen wir jetzt Liegestütze machen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da gut treffe. Liegestütze werden ganz schön anstrengend. Und die 12, knapp daneben. 12 Liegestütze. Ja. Das unsere erste Armübung ist, machen wir aus Liegestütze Lügestütze. Ja, jetzt ist nochmal, legt ihr auf den Bauch, drückt euch ganz hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut. Aufgabe 6 sind Bergliegestütze. Die sind ganz schön fies. Da muss ich wirklich gucken, dass ich da treffe. So, ich muss mich seitlich stellen, dann treffe ich glaube besser. Und ich habe die 6 getroffen. Müssen wir nicht machen. Leider das Triple knapp verfehlt. Somit müssen wir die Aufgabe 7. 7 ist hier. 7. Aufgabe, Liegestütze mit Arme ganz breit. Die sind nur ganz knapp, die Finger nach außen. Falls ich nicht treffe, zeige ich euch gleich, wie es geht. Aufgabe 7. Oh, knapp verfehlt. Ganz außen getroffen. Das ist doof, weil wenn ich das Brett nicht treffe, oder wenn der Pfeil runterfällt, müssen die immer 20 Stück machen. So die Höchstzahl, was man außen umkriegen kann. Also müssen wir die Aufgabe 20 Mal machen. So, sieht so aus. Finger gehen nach außen. Und die Hände sind weit weg von den Schultern. So, dann geht ihr hoch und dann gehen die Ellbogen nach außen weg. Das sind ganz kurze, schnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 19, 20. So, Aufgabe 8. Nummer 8 ist hier, knapp oberhalb der 7.
Das sind Liegestütz-Dips. Oh, ich glaube, die sind zu schwer für euch. Aber wir probieren es. Vielleicht muss ich auch nicht machen. Jawohl, die 8 getroffen. Knapp. Das Triple verfehlt. Aber die 8 haben getroffen. Wir sollen die Aufgabe 8 nicht machen. Wir gehen zur Aufgabe 9. 9 ist Kiste wegschieben. Oh, 5-mal. Da habe ich aber weit verfehlt hier. 5-mal Kiste wegschieben. Hinlegen. Beine breit, Hände an die Kiste. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Aufgabe 10. Das sind ganz schnelle Kiste wegschieber, ja? Ganz schnell und kurz 10. Zeig mal, wo die 10 ist. 10 ist hier, dann vorher schon zweimal reingetroffen. Vielleicht treffe ich ja wieder. Oh, 20 Stück. Voll daneben in die 6 hier. So, 20 Stück. Also, Hände auf die Brust. Und dann geht es immer nur so hoch, dass die Schultern hier, die Schulterblätter, die hinten am Rücken sind, dass die weg sind. Und dann geht es wieder runter. Also Kopf hoch, Brust hoch und wieder runter. Okay? 20 Stück müssen wir machen, weil ich die Scheibe verfehlt habe. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, als nächstes müssen wir mit den Beinen wippen. Ich zeige euch auch gleich, wie das geht. Aber jetzt werfen wir es mal. Die 11 muss ich treffen. Die 11 ist hier. Da. Mal sehen, vielleicht schenken wir uns ja die Aufgabe. Oh, 14 Mal, knapp daneben. Also liegt auf dem Rücken, Hände gehen unter dem Popo, so, Beine gestreckt nach oben, Kopf hoch. Und jetzt müssen wir 14 Mal hier, 1, nicht auf dem Boden, 2, eben in der Luft abfangen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und fertig. So, Aufgabe 12 ist so ähnlich wie die Aufgabe gerade, nur dass wir mit den Beinen rechts und links gehen müssen. Aufgabe 12. Knapp daneben. 20 Mal müssen wir das machen. Ich habe nicht mal die Scheibe getroffen. Also, jetzt müssen wir die Arme breit zur Seite machen. So. Popo hoch. Jetzt müsst ihr rechts. 1, 2. Nicht auf den Boden kommen. 3, 4. 20 Stück, ja? 5, 6, 7. 8, 9, 10. Geht mit dem Kopf immer auf die andere Seite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. So, Aufgabe 12. Wir haben noch 10 Aufgaben. Jetzt müssen wir uns auf den Bauch legen und eine Art Schiffchen machen. Ja, also Schiffchen ist jetzt die nächste Aufgabe. Upsa, steckt das in meinen Fuß. So, Aufgabe 13. Wo ist die 13? Da ist die 13. Da muss ich hintreffen. Also, Aufgabe 13. 6-mal haben wir knapp verfehlt. Also 6-mal Schiffchen ist einfach.
nicht viel. Arme lang, Beine lang. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. So, 13, 14. Oh, wieso scheiden wir schon mal? Ich zeige euch, wie es geht dann. 14 hier. Oh, wieder knapp daneben. Die 11 haben wir erwischt. Also 11 mal den Scheibenwischer. Das heißt, wir legen uns auf den Bauch. So. Hände an die Ohren, Füße fest auf die Matte. Und jetzt drehen wir den Oberkörper wie ein Scheibenwischer auf der Scheibe hin und her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Oh, jetzt kommen zwei schwere Übungen. Ich weiß, die fallen euch sehr schwer. Müssen wir aber machen. Ja? Aufgabe 15. Hier. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Das Ellbogenstütz halten. Da müssen wir immer rechtes und linkes Bein hochnehmen. Seht ihr gleich, wie es geht. Achtung. Muss ein bisschen rüber. Oh, 10 Mal. Also, geht in den Ellbogenstütz. So. Jetzt rechter Arm, linkes Bein. So hoch. 1, 2, 3, 4. Ich habe es nicht getroffen. Die 10. Ja. 4 haben wir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann andersrum. Jetzt muss ich die 16 treffen, die ist hier. 16. Ja, 11 Mal die Aufgabe. So ein Mist. Andere Seite. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut. So, 17. Kniebeuge. Seht ihr das hier? Mal Kniebeugen. Puh, ist ganz schön warm. Euch auch? Ich glaube, ich trinke mal kurz was. Könnt ihr auch kurz was trinken? Ja, kurz was trinken. Okay, ich bin wieder da. Die 17, Kniebeuge. Oh, nein, knapp daneben. Wir müssen 20 Kniebeuge machen. 20, 17 getroffen. Aber das Feld verpasst leider. Fertig, 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, denkt dran, ganzer Fuß auf dem Boden, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Oh, Hockstrecksprünge, die 18 ist hier. 18 treffe ich eigentlich meistens ganz gut. Also, die 18. Nein! 20 Hockstrecksprünge. Ist ganz schön anstrengend, 20 Hockstrecksprünge. Kannst du zusammenbauen? Okay, 20 Stück. Hocke, denk dran, die Hocke runtergehen. Und dann hochstrecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Hoi. So, jetzt müssen wir die 19 treffen. Seitliche Kniebeuge. Siebenmal. Das heißt, ihr stellt euch so hin, breit. Und dann macht ihr. Eins, zwei, drei, vier. Hände weg von den Beinen. Fünf, sechs, sieben. Okay. Die 20. Jetzt kommen die schwierigsten Aufgaben. Einbeinige Kniebeuge. Wenn ich jetzt die Triple 20 treffe, sage ich, treffe hier rein, dann ist das Spiel beendet. Müssen wir nichts mehr machen. Also versucht da rein zu treffen. Oh, ganz weit daneben. Drei Stück. Okay, linkes Bein zuerst. Könnt ihr eine Wand abstützen irgendwo? Dann runter. Eins, zwei, drei. Andere Seite. Jetzt muss ich in diesen Kreis hier reintreffen. Den blauen Kreis muss ich treffen. Aha. 12-mal die andere Seite. Fertig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Letzte Aufgabe, roter Punkt, das Bullseye. Das ist ein Hockstrecksprung-Liegestütz, die wir machen müssen. Knapp daneben. Wir müssen 6 Hock-Strecksprung-Liegestütze machen. Also Hock-Strecksprung-Liegestütz 1. Hock-Strecksprung-Liegestütz 2. 3. 4. 5. 6. Gut. So, wir haben es. Auch mit einem Pfeil. Ganz schön anstrengend. So, ihr könnt was trinken gehen. Ich baue hier kurz um. Ich trinke noch was. So. Okay. Sehr gut. Wenn ihr einen Dart daheim habt, könnt ihr euch ja mal 22 Übungen überlegen. Vielleicht macht ihr dieselben. Das ist eurer Altersstufe gut. Oder könnt ihr selber ein bisschen Krafttraining machen mit dem Dart. Wer ganz mutig ist, spielt mit 3 Darts. Ja, das ist aber ganz schön hart manchmal. Und wenn ihr ein Dart-Profi seid, gar nicht spielen. Sonst müsst ihr gar nichts machen. So, ihr braucht eure Fallhilfe, eure Matratze wieder oder eure Decke. Ich habe jetzt auch mal eine. So, ich habe hier eine große hingelegt. So. Wenn wir auch wieder ein paar Anfänger dabei haben,
Starten wir mit dem Rückwärtsfallen. Kurz nochmal, ganz wichtig, fallen jetzt im Winter. Denkt dran, ihr müsst gut fallen können, denn vielleicht rutscht ihr mal aus. Und dann ist es wichtig, dass ihr nicht mit dem Kopf auf den Boden knallt und euch da eine schlimme Wunde zuzieht oder vielleicht noch was Größeres, eine schwere Gehirnerschütterung oder sowas. Deshalb versucht diese Aufgaben so oft wie möglich, auch ohne Training, vielleicht daheim zu machen. Hilft euch bei dem Wetter. Oder auch beim Schlittenfahren, beim Schlittenfahren jetzt schon ein paar Mal. Und da ist auch der Sandro gestürzt. Ja, ich habe sehr gut gefallen schon für sein Alter. Sandro ist mein Sohn, wer es nicht weiß. Ja, er ist 4 Jahre alt, habe ich schon sehr gut gefallen. Deshalb das Fallen üben, damit euch nichts passiert. Okay, wir starten mit dem Rückwärtsfallen. Ich zeige es nochmal vor. Kopf runter, hier alles festmachen, tief gehen, nach hinten fallen, Beine strecken, Bob abschlagen. Ich zeige es nochmal so. Kopf runter, tief gehen, Abschlag. Lange Arme abschlagen, nicht so machen. Wenn ihr ausrutscht und ihr knallt so auf den Asphalt, könnt ihr euch vorstellen, dass der Ellbogen da sich nicht so sonderlich freut und die Schulter auch nicht. Ja? Deshalb ganz auf dem Rücken legen, Kopf hoch, Beine strecken, alle Muskeln anspannen, die Muskeln eure Kissen und da, wo der Po ist, abschlagen. Okay, 1 Minute. Ihr könnt schon starten, stellt die Uhr ein. Los geht's, ihr könnt schon loslegen. 1 Minute rückwärts fallen. Macht das mal ohne Matratze. Obwohl. Noch 40 Sekunden. Ich zeige es nochmal. Kopf runter, tief gehen. Sauber fallen, alles anspannen. Schön mit der Handfläche abschlagen. Kopf hoch, nicht mit der Faust, nicht mit dem Handrücken. Handfläche schlägt ab. Und die letzten 10 Sekunden. Noch jeder 3 Mal. Was kriegt ihr hin in 10 Sekunden? Und stopp. Gut. Dann kommen wir zum Seitwärtsfallen. Seitwärtsfallen zeige ich immer so vor. Wir haben den Fuß auf unserer Fallhilfe. Das ist unsere Stütze, die geht jetzt aber weg. Und wenn ich keine Stütze mehr habe, falle ich darüber. Zack, weg, tief gehen. Beim Seitwärtsfallen, Kopf hoch. Lange Arm abschlagen, nicht so fallen. Lange Arm, ihr habt ja ganz viele Muskeln hier auf der Seite. Hier so landen. Dann gleich auf die andere Seite. Fuß drauf, Fuß runter, tief gehen und abschlagen. Und los geht's. Ihr habt jetzt hier 3 Wochen Pause gemacht in den Ferien. So wie ich unsere Videos verfolgt habe, habt ihr nicht so viel in den Ferien gemacht. Deshalb jetzt wieder loslegen richtig. Ja, einmal kurz liegen bleiben, auch für die, die jetzt nächste Woche die Prüfung machen. Das ist keine Schnelligkeitsübung, sondern ihr macht das schön langsam. Könnt ihr auch da, also daheim dann auch schön langsam machen. Prüfung machen wir über WhatsApp-Video. Und das funktioniert sehr gut. Haben wir vor den Ferien auch schon gemacht. Noch 15 Sekunden. 2-mal rechts und 2-mal links noch. Und stopp. Gut. Nächste Aufgabe. Judo-Rolle vorwärts. Ein Schritt auf die Fallhilfe drauf. Wenn das Bein drauf ist, die andere Bein ist die Stütze. Die Profis unter euch, ja, die können jetzt natürlich gleich loslegen und können bam, bam, bam hin und her fallen. Ich zeige es auch für die Anfänger trotzdem nochmal. Und auch für die U10er. Und selbst bei den U12ern sehe ich immer wieder,
Mädels und Jungs, die da über den Kopf rollen. Ja, deshalb da gut mal auf den Kopf aufpassen. Also Schritt auf die, auf eure Fallhilfe, Stütze bauen, Rad bauen, Kopf geht nach hinten. Ihr schaut über die Stütze drüber, abdrücken, nach vorne rollen und mit der Stütze abschlagen, aufstehen, umdrehen, gleich zur anderen Seite. Stütze, Rad, Kopf nach hinten. Jetzt schaue ich hier richtig zu euch in die Kamera rein, wegdrücken, rollen. Schön mit den Arm rollen, sodass ihr nicht mit dem Kopf den Boden berührt. Eine Minute. Schritt, Stütze, Rad, Kopf. Stütze schlägt immer ab. Ja, Stütze schlägt ab. Schritt, Stütze, Rad, Kopf. Stütze schlägt immer ab. Okay, immer hin und her. Halbzeit haben wir jetzt. Und die letzten 15 Sekunden. Noch viermal, kriegt ihr das hin? Und stopp. So. Wer jetzt von Anfang an dabei war bei unseren Videos, wir haben jetzt schon, das ist das 15. Video, das wir für euch machen, der weiß ja schon, dass wir 6 Hauptwürfe haben. Ja, ich möchte jetzt eigentlich auf den Hauptwürfen nicht mehr groß rumreiten. Ja, wir machen die 6 kurz durch. Ich denke mal, es ist kein Neuer dazugekommen, der nicht weiß, von was ich rede. Ansonsten muss der einfach nochmal die Videos davor mal anschauen, was unsere 6 Hauptwürfe sind. Ich zeige jetzt alle mal so durch und ihr werft die dann 2 Minuten lang mit eurer Puppe. Ja, wir machen jetzt keine Schritte mehr rein und sowas, sondern werft jetzt einfach die Würfe in der Reihenfolge, wie ich es vorzeige. Ja, unsere 6 Hauptwürfe. Denn unser Thema für die nächsten 3 Wochen ist ein Fußwurf dann. Und den Fußwurf kann man dann ganz super mit unseren Hauptwürfen kombinieren. Das heißt, zusammenfügen. Das heißt, ich mache einen Hauptwurf, Partner macht eine Reaktion, weiche zum Beispiel aus und dann mache ich einen zweiten Wurf. Okay? Und da möchte ich ein bisschen mehr Zeit dafür investieren als für die Hauptwürfe. Also 2 Minuten jetzt Zeit, um die Hauptwürfe zu werfen. Ich muss kurz die Uhr wieder einstellen. So, ich zeige sie schnell vor. Also greift jetzt eure Lieblingsseite, euren Lieblingsgriff. Wir starten immer eigentlich im Ärmel mehr. So fassen wir zuerst zu. Und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Oh gosh. So, jetzt bei den ersten 3 haltet ihr immer den Arm fest. Ihr lasst den Arm nicht los. Ja, egal ob ihr jetzt mit links oder mit rechts im Arm fasst. So als Tipp für euch, wenn ihr ein Rechtshänder seid, das heißt mit rechts schreibt, solltet ihr mit rechts am Arm fassen. Dann ist das euer bester Kampfstil. Ja? Und mit links ans Revier. Wenn ihr Linkshänder seid, genau andersrum. Dann müsst ihr links am Arm fassen und rechts am Revier. Ja, ihr könnt es auch machen, wie es euch gefällt. Da ist nur ein Tipp von mir. Hat ein bisschen was später mal mit Kraft zu tun, wenn ihr älter seid. Okay, also. Wir gehen in den ersten Stock. Umarmen den Partner hier ganz weit. Und wir werfen Ogoshi. Wir machen uns jetzt 2 Schritte. 1, 2. Gehen tief, heben den Partner aus, ziehen den Arm, schieben hinten, drehen den Kopf nach hinten, kabum, ogoshi. Den Arm haltet ihr fest, könnt ihr jetzt nicht loslassen, braucht ihr nicht loslassen, hebt ihn dann wieder hoch, dann gehe ich ans Revier. 2. Stock. Ja, jetzt bin ich im Haus, ich bin Partner ist wie ein Haus. 1. Stock, 2. Stock. Morotis Serinage. Bisschen locker machen das Revier. Wieder 1, beim ersten Schritt schon den Ellbogen hier unten rein. 2 tief gehen, raus katapultieren, Zug am Arm, Kopf nach hinten. Bumm. 3. Stock.
Arm geht oben drüber, hinten reinfassen. Nicht den Kopf umarmen. Ihr müsst in den Judo-Anzug fassen. Umarmen ist nicht erlaubt vom Kopf. Wieder unsere zwei Schritte. Eins, zwei, tief hoch. Werfen. So, diese drei Würfe eine Minute lang werfen. Und los geht's. Fangt immer am ersten Stock unten an, um Rücken. Zweiter Stock, Revers. Dritter Stock, oben drüber, Dachgeschoss. Ja. Und die Füße sind immer gleich. Die machen immer dieselbe Eindrehbewegung. Da, wo ich am Rücken oder am Revers oder oben gefasst habe, mache ich den ersten Schritt. Eins, zwei. Dann bin ich tief unten, schön der Hocke. Mach einen kleinen Hockstrecksprung sozusagen. Katapultieren hoch. Boom. Ja? Die Beine sind bei allen drei Würfen gleich. Noch 20 Sekunden. Ihr müsst mindestens jeden Wurf zweimal werfen in der Minute. Okay, und stopp. So. Jetzt kommen wir zu den anderen drei Würfen. Wir fassen wieder Arme Revers. Und jetzt lassen wir aber diesmal den Ärmel los und halten das Revers fest. Jetzt umarme ich mit der Hand, die am Arm fasst, untenrum. Und diese Techniken nenne ich immer Schlange, weil ihr müsst euch, wenn ihr Partner zugefasst habt, so rumschlängeln. Ja, das sind unsere Schlangentechniken, das ist der Schlangen-Ogoshi. Zwei Schritte, eins, zwei, diesmal in die andere Richtung. Ich ziehe am Revers, bin tief, katapultiere mich raus, drehe meinen Kopf nach hinten. Bumm. Zweite Technik, das ist wieder Seonage. Diesmal wieder Ärmel loslassen und jetzt dran denken. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. Und mach das Schloss hier zu. Ja, mit dem Schlüssel ins Schloss stecken, mache ich auch meinen ersten Schritt. Eins, zwei. Tief unten wieder, rauskatapultieren, am Revers ziehen, Kopf drehen. Bumm. Ippon, Seonage heißt der. Der hat einen extra Namen. Könnt ihr auch Schlangen-Seonage dazu sagen, wenn ihr wollt. Und Nummer drei, mit den Armen loslassen. Dritter Stock oben fassen. Erster Schritt damit machen. Eins, zwei, tief runter, kraus, katapultieren, Zug am Revers hinten, auch ziehen und bam, geworfen. Das sind unsere drei Schlangentechniken. Los geht's. Eine Minute immer. Und zur anderen Seite eindrehen. Denkt dran. Ja, wenn ich vorher zum Arm mich gedreht habe, drehe ich jetzt zu Revers mit meiner Brust. Ja, so. Okay, zum Revers. Halte ich das Revers fest. Zeig nochmal die Pontionage. Schlüssel rein. Schloss zu. Zweiter Schritt. Tief runter. Hoch katapultieren. Kopf drehen. Mindestens zweimal jeden Wurf. Noch 15 Sekunden. Und stopp. So wie jetzt auch in den Videos, machen wir diese Würfe in jedem Training. Ja, die Dinger müssen sitzen. So, jetzt könnt ihr eure Puppe kurz richten, ihr könnt schnell was trinken. Und dann kommen wir zu unserer Haupttechnik eigentlich, das ist der Fußwurf, den wir machen. Und wir machen einen Ko-Uchigari oder Ko-Uchibarai. Je nachdem. Ja, aber die Bewegung Ko-Uchi ist dieselbe. Und dazu benutzen wir erstmal keine Puppe. Wir machen das erstmal trocken ohne Partner. Machen wir eine Bewegung. An zwei verschiedene Bewegungen. So, seid langsam wieder da. Gut, die Zeit ist super. Sind sehr gut in der Zeit. So. Ein
einen Ko-Uchi. Ko heißt klein, Uchi innen, kann man auf zwei verschiedene Arten machen. In zwei verschiedenen Bewegungen. Ja? So, Nummer eins, da wo ich am Arm gefasst habe, zum Beispiel, wir nehmen jetzt den Arm, ziehe ich meinen Partner zu mir, und dann gehe ich hier einen Halbkreis nach hinten. Ja, zeige es mal seitlich, Zug am Arm, und ich gehe nach hinten. So. 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 Und dann, der kommt mit seinem Bein hier vorbei. Ich hau das so weg. Eins, zwei. Wieder hinstellen. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ist ein bisschen wie tanzen, gell? Aber ihr müsst das Gefühl reinbekommen. Ja? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay? Das machen wir 30 Sekunden lang. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist eine ganz wichtige Übung. Ist auch, gehört auch zum Gelb-Orange-Gurt dazu, dieser Wurf, beziehungsweise den wir gerade machen, das ist der Coachy Babai. Da bewegt man sich ein bisschen anders. Der gehört zum Orange-Grün, glaube ich, dazu, Coachy Babai. Ausweichen, bam, und wieder zurück. 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 Ausweichen, bam. Und dann weiter mal ein bisschen Stopp sagen. Ja, die Bewegungen müsst ihr drin haben, die machen wir nachher mit eurer Puppe. Könnt ihr super mit der Puppe üben. Gut, und Stopp. Das ist jetzt ein Wurf. Wenn ihr den Partner zieht und er nach vorne kommt, jetzt spiele ich mal Uke. Das heißt, der fällt. Ja? Jetzt hat er hier meinen Arm gefasst und zieht hier. Und dann komme ich mit dem Bein hier nach vorne. Ja? Und ich komme mit dem Bein nach vorne. Und der macht er, wenn ich hier nach vorne komme, hopp, haut er mir von hinten mein Bein weg. Das ist so ein Gefühl, als wenn ihr auf eine Eisfläche ausrutscht. Das ist ganz schön doof. Fallt ihr ganz schön blöd seitwärts. Ja? Also, ich gehe so nach vorne, dann haut er mir mein Bein weg. Dann falle ich hin. Ja? So geht es dem Uke. So, das ist ein Barei, wenn ihr den im Rückwärtslaufen macht. Ja, könnt noch ein bisschen was anderes dazu, aber so ganz einfach für euch, Anfänger U10 nochmal erklärt, da ist ein Barei, wenn ihr ihn so erwischt. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt mit meinem Gabi, ist für euch ein bisschen einfacher. Ja? Stell mich seitlich hin und mach einen Seitschlusssprung. Ich springe hier hin. Eins. Eins, zwei. Ja, ich stehe seitlich zu meinem Partner. Der steht hier. Ja, wir können auch, ob ihr noch Schuhe habt, holt mal zwei Paar Schuhe. Genau, holt mal zwei Paar Schuhe. Ich habe Sandalschuhe. Da ist mein Gegner. So sind sie richtig. Ich habe einen Arm gefasst. So stehe ich zu ihm und er steht so zu mir. Sieht aus wie ein T. So sieht es aus. Ja? Jetzt mache ich eins. Ich kicke mein Bein hier nach innen und dann haue ich ihm von innen sein Fuß weg. Bumm. Ups, der war weit weg. Ja? So, das ist Coachy Gabi. Da steht er fest auf sein Bein. Da läuft er nicht nach vorne. Da macht er also nicht so einen Schritt. Schon da steht fest auf sein Bein. Das passiert am öftesten. Wenn die zum Beispiel bei Mogoshi ausweichen, dann steht er so und dann kann ich einen zweiten Wurf Coachy Gabi machen. Da komme ich aber dann in der dritten Woche hin. So, hinstellen, eure Schuhe, ran, eins, zwei, jetzt kickt er von hinten seinen Fuß weg. Wieder hinstellen, eins, zwei, und mit der Fußsohle, nicht so, pff, ja, so mit der Fußsohle, dreht euren Fuß, mit der Fußsohle gegen die Ferse haut ihr seinen Fuß weg. Okay? Eins, zwei. Bumm. So. Auch das 30 Sekunden. Los geht's.
Zeit läuft. Bleib stehen. Eins, zwei. Und von hinten gegen die Ferse. Ferse ist das da. Weg damit. Seitlich stehen. Eins, zwei. Von hinten gegen die Ferse. Weg damit. Seitlich stehen. Eins, zwei. Von hinten mit der Ferse. Weg damit. Und stopp. So, jetzt kommen wir wieder zum ersten. Wir machen die Schuhe mal weg. Oder einer sind da. Sieht das vielleicht ein bisschen besser. Und holen die Puffe. So, ein Arm habt ihr, eine Hand habt ihr am Arm und die andere Hand dürft ihr euch heute mal aussuchen, so wie ihr die Puppe am besten halten könnt. Wenn ihr so macht, könnt ihr so die Puppe am besten halten, dürft ihr es gerne so machen. Dürft aus dem Revergriff raus, am zweiten Stock oder auf dem dritten Stock oben, ist völlig egal, so wie ihr eure Puppe am besten halten könnt. Man, die Puppe ist ein bisschen laschifaschi oder vielleicht auch zu klein, dann müsst ihr ein bisschen hier unten drunter gehen. Ja, ich mache es jetzt mal aus dem Ogoshi-Griff, das heißt, ich fasse so zu. So, da haben wir ein Bein und der Schuh ist ein anderes Bein. Ja, so, wir kämpfen so, jetzt ziehe ich an seinem Arm. Und der kommt hier nach vorne. Seht ihr das? Sein eines Bein steht hinten und da kommt er nach vorne. Hopp. 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 Und immer so eine leichte Drehung machen. Nicht nur einen Schritt zurück, also nicht so, sondern so eine Drehung. Wenn ihr eure Füße zusammenstellt, sieht es aus wie so ein L. So muss es aussehen. Ja? Hopp. Hopp. Okay? Das jetzt wieder mit dem Anriss 30 Sekunden machen. Und los geht's. Zeit läuft. So, stellen wir wieder hin, neben den Schuh. Da ist ein anderes Bein. Das bleibt stehen. Ich ziehe im Arm. Hopp. Der kommt nach vorne. 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 Hopp. Der läuft nach vorne. Und richtig ziehen hier am Arm. Ja? Nicht so ein Laschifaschi. Bam. Richtig ziehen. Sonst macht er natürlich keinen Schritt. Das habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen Laschifaschi vorgezogen. Ja, ihr müsst richtig ziehen am Arm. So, und jetzt werfen wir. Ja? Jetzt kommen wir zu dem Wurf. Das, was ich gerade gemacht habe, nochmal. Hopp. Zug am Arm. Schritt. Der kommt nach vorne. Hopp. Und dann hau ihn einfach da hinten weg. Einfach wieder mit der Fußsohle gegen die Ferse. Zeig es mal von der Seite. So. Durch mein zweites Bein hier. Anriss. Hopp, der läuft nach vorne, hinten weg. Zeig's mal von hinten. Zweites Bein. Anderes. Hopp, der läuft nach vorne, hinten weg. Letzte Runde. Von der Seite. Zweites Bein. Anderes. Hopp. Und weg. Könnt ihr super mit der Puppe üben. Los geht's. Eine Minute das Ganze. Zeit läuft. Ja, könnt schon. Habt's aber hoffentlich schon ein paar Mal gemacht. Ich zeige es mal die ganze Runde von jeder Seite vor. Wer so schneller kann, kann es viel schneller machen. Ja. Vor allem die U12er, die schon ein bisschen älter sind, ja, und schon Rohrspringgurt haben, die könnten gerne auch schon ein bisschen schneller machen. Hopp. Hopp. Ja. Ja, mit Schwung und hinballen. Nicht so kalt streicheln. Ja. Zug ausweichen. Zug ausweichen.
Jetzt kommt los. So, bam! Und weg damit. Sehr schöner Wurf, wenn er den Kämpfen macht. Ja, das will ich, wenn er so auf eine Eisfläche rutscht. Hab den Leib noch nie geworfen beim Kämpfen. Ich bin aber schon mal gefallen. Ganz schön doof. So. Oh, schon rum die Minute. Okay. Gut. Das war, wenn der Partner zu euch kommt, Co-Schieberei. Wenn der euch schiebt zum Beispiel oder so. Ja, der schiebt euch. Will euch zur Matte rausdrücken oder so. Dann könnt ihr ganz schnell ausweichen. Und hier nachfegen. So, jetzt kommen wir zum Gari. Auch wieder zwischen den Beinen. Ist genau dasselbe, wie ihr vorgesehen habt. Wir nehmen wieder die Puppe und nehmen das zweite Bein. So. Ich habe wieder unten, da kann ich die Puppe ein bisschen besser festhalten. Wie gesagt, dürft ihr aus Revers nehmen, dürft da oben rumgehen, dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ich gehe wieder unten rum, kann ich ein bisschen besser halten. Der Junge ist ein bisschen wackelig an der Hüfte, ist ein Tänzer. Deshalb muss ich fest unten drunter halten. So, jetzt stehe ich seitlich da. Ja, ein Bein von ihm, zwei Beine von ihm. Ihr seht den Schuh? Jetzt springe ich hier rein. Eins, zwei. Und ich drücke ihn nach hinten mit dem Sprung. Ich drücke ihn nach hinten. Und jetzt haue ich ihn von hinten seine Ferse weg. Sag es von der Seite. Das ist Ko-Uchigari. Seitlich stehen. Sprung. Papp, papp. Jetzt drücke ich den nach hinten. Und weg damit. Ihr seht auch wieder, wie die Puppe so schräg nach hinten steht. Ja? Dann funktioniert es am besten. Braucht ihr fast keine Kraft dafür. Funktioniert auch, wenn der Partner wie blöd zieht. Dann geht das auch. So, ich habe ihn. Schritt ran. Eins, zwei. Und hinten weghauen. Der Unterschied dazu ist zum ersten, da steht ganz fest auf seinen Beinen. Ja? Der bewegt sich also nicht. Schon der steht fest drauf. Ja, wir können uns auch beide ziehen hier. Oh, er zieht mich, ich ziehe ihn. So, keiner will nachgeben. Hier, und plötzlich gebe ich doch nach. Hopp, hopp. Und weg. Und einmal von hinten noch. Also, da haben wir schon am Anfang gemacht. Wir starten. Eine Minute. Ko-Uchigari. Los geht's, Zeit läuft. Ich zeige mir davor. Nebenher immer versucht von allen Seiten das zu machen. Weniger reden, dann schaue ich vielleicht alle vier in einer Minute. So. Seitlich stehen. Seitlich springen. Jetzt wisst ihr auch, warum wir seitlich springen. Im Judo immer üben. Hoch. Hin. Hopp. Und schöner die Hand hier, wenn ihr das gesehen habt, runterdrücken. Dass er fest auf dem Fuß steht. Nicht hochnehmen, sonst kommt dieselbe in Rückenlage. So runterdrücken hier. Ja? Und auf der anderen Seite. Gut. Ha, ich hab's geschafft. Sehr schön. So. Das soll es mal für heute mit Judo sein, mit den Judo-Techniken. Ja. Der Wurf heißt Ko-Uchi, das ist gleich, Ko heißt klein, Uchi innen. Das heißt, ihr seid mit eurem angreifenden Bein zwischen seine Beine. Und Gari, einmal steht das Bein fest. Und Barai, einmal macht ihr einen Schritt nach vorne. Und dann haut ihr das Bein weg. Das sind die zwei Unterschiede. Gari und Barai müssen Orange-Grün-Gurte die Prüfung machen. Ja, demnächst müssen das gut vorzeigen, vor allem bei den Vorkenntnissen. Den Unterschied zwischen einem Ko-Uchi-Barai und Ko-Uchi-Gari. Ja, denkt nochmal dran, jetzt habt ihr es nochmal deutlich auf dem Video. Ich hoffe, ihr macht da alle mit, die die Prüfung machen. Dann habe ich es ja nochmal erklärt. Okay, wir kommen zur Abschlussübung. Wir machen wieder unser normales Dehnen, was jeder kennt. Wir setzen uns hin. Beine lang. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Und wir gehen vor die Zehenspitzen. Oh, das geht noch. Sehr gut. Oh, tut auch ein bisschen weh. Oh. Ich muss leider zugeben, drei Wochen gefaulenzt.
Gut. Dann zieht eure Hosen ein bisschen hoch. Füße ganz nah ran. Und wir drücken die Knie auf den Boden runter. Spannung muss hier sein. In diesen Muskeln, in diesen Sehnen, in diesen Muskeln hier. Das sind die Adduktoren. Oh, da bin ich irgendwie besser geworden. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, als ob ich fast ganz runterkomme. Aber spannend. Fersen entfassen, Bein lang. Mit der freien Hand nur draufdrücken. Gedehnt werden immer die Muskeln. Das ist wichtig, ja. Keine Bänder. Keine Sehnen. Muss man vorsorgen. Einfach rausgerutscht. Mit denen immer die Muskeln. Und Stinkefuß. Und Seite wechseln. Ich kann jetzt immer mal ein bisschen Video einfließen lassen, da wir sowieso nicht kämpfen können. Und wir das leider im Training immer ein bisschen vernachlässigen, können das jetzt öfters machen. Schön durchdrücken. Ranholen. Das ist einfach ein bisschen schlechter geworden. Früher bin ich an die Brust rangekommen, noch vor 4 Wochen. Gut, dann die Rolle rückwärts, hinterm Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Wer es schafft, mit den Knien neben die Ohren auf den Boden kommen. Das war auch schon besser bei mir. Bleibt nur ein bisschen hinten. Nicht gleich nach vorne kommen, wie ich, alter Mann. So müsst ihr ihn kriegen. Schön nach vorne, schön nach hinten mit den Zehen. Gut, Hände zusammen. Hinter den Kopf aufrecht sitzen, Kinn auf die Brust dann, wenn er fertig ist. Das ist so meine Übung. Gut. Schieben wir den Arm in den Kopf. So weit wie möglich. Seite wechseln. Gut. Und zum Schluss noch die Gefangenenübung. Auf dem Bauch liegen. Hände auf den Rücken. Ich habe gefangen, gefesselt, in meinen Keller gelegt. Ihr müsst ohne Hände aufstehen. Das fällt mir gerade alles ein bisschen schwer. Mit dem Popo nach unten. Beine durch. Schön Fessellauf machen. Wer hat es geschafft? Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mal Dart spielen mit Aufgabe. Wenn ihr eins daheim habt, könnt ihr das selber machen. Ja. Vielleicht könnt ihr es mit einem Freund auch machen. Da kann der ein bisschen Krafttraining mitmachen. Habt Spaß dabei auf jeden Fall. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder mit dem Wurf Kouchi Gari oder Kouchi Barai. Tschüss, ciao, bye bye, bis nächste Woche.